Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe ein paar krasse Informationen, mit denen ich heute so tatsächlich nicht gerechnet habe. Zum kommenden Event am Dienstag kommen Patchnotes, die Respawn vergessen hat rauszuhauen. Und es gibt unter anderem einen Nerf für die Flatline für alle Besitzer des beliebten Battle Pass Skins. Ironside technisch wird das jetzt dem Standard Ironside angepasst. Begründung ist tatsächlich, Moment, bevor ich damit anfange, es gibt noch ein paar Secret Patch Notes, die Respawn allgemein vergessen hat. Die sind sehr heftig und es gibt noch eine fette Änderung an der Firing Range, die ich ultra feiere. Und die werden viele feiern, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Am besten fangen wir erstmal mit den Patch Notes an, bevor ich euch zwei Bilder zeige, oder nein, ein Bild tatsächlich, was mich sehr schockiert, was die Flatline betrifft, der beliebte Pay-to-Win-Skin. Und es betrifft angeblich wohl nicht nur diesen einen Pay-to-Win-Skin. Ich könnte eigentlich im Strahl kotzen, aber wir fangen erstmal mit den Secret Patch Notes an, denn mit dem Start des Events gibt es noch Patchnotes, die völlig vergessen wurden. Die Crafting Rotation ändert sich. Die 45 und die Devotion werden wir ab Dienstag 19 Uhr wieder auf dem Ground Loot finden können. Dafür geht die P2020 und die Havoc rein. Die Spawnrate der Laservisiere und der Barrel Stabilizers wird reduziert. Jetzt kommt endlich eine Änderung, auf die ich schon jahrelang warte. Optics, also Visiere, werden jetzt öfter gefunden und ich glaube, jeder von uns kennt das Problem, wie oft rennst du rum und suchst krampfhaft nach einem Visier und findest einfach keins. Es gibt Runden, wo du tatsächlich gar keins findest und es gibt Runden, da findest du alles, was du brauchst. Das ist irgendwie ziemlich crazy. Dann werden die Low-Tier-Light-Weapon-Spawnraten reduziert, also eine 45 wirst du wahrscheinlich weniger auf dem Boden finden, wie es früher der Fall war. Oder in dem Fall die P2020, wenn sie jetzt nicht gerade in den Crafter kommen würde, würdest du zum Beispiel die P2020 nicht so oft finden. Im Gegenzug werden Waffen höher gespawnt oder die Spawnrate für schwere Waffen wird erhöht. Dann wird die Spawnrate von Shotgun Bolts reduziert und hier steht nochmal Increase Optic Spawn Rate. Das ist für mich also der vorletzte Punkt und der 1, 2, 3, der vierte Punkt, das ist für mich das gleiche. Increase Optic Side Spawn Rates, vielleicht interpretiere ich das falsch, aber für mich ist es allgemein so, die Spawnrate für Visiere für die Waffen wird auf jeden Fall erhöht und das ist eine ganz wichtige Nummer. Der Bockig Bow aus dem Care Package wird ein bisschen genervt und zwar haben wir statt 80 in Zukunft nur noch 60 Pfeile und jetzt kommen wir zur Änderung des Grauens. Der beliebte Flatline Skin Battle Pass Stufe 100 und 110 aus, ich glaube, war Season 4, wenn ich mich nicht täusche, wird angepasst zu den Standardvisieren. Wir sehen den Gegner jetzt nicht mehr so gut. Also das Visier sieht an sich fast noch immer gleich aus, aber die Öffnung unter diesem Rotpunkt, die ist verschwunden und es wird nicht der einzige Pay-to-Win-Skin bleiben. Begründung war tatsächlich, dass gerade bei Competitive-Spielen man sich nicht daran messen sollte, dass man einen Skin auf einer Waffe hat, der dich den Gegner leichter treffen lässt, sondern einfach deine Skills sollen herausstechen und eben nicht so ein Skin. Und ich denke mal, dass das die R99 mit einem Battle Pass Skin genauso betreffen wird in Zukunft. Ob das jetzt tatsächlich aber schon geändert wird, kann ich aktuell nicht sagen. Und was wir noch sehen, rechts haben wir endlich Gebäude im Trainingsgelände. Türen, wir können einen Häuserkampf simulieren und endlich auf dem Trainingsgelände mal so ein bisschen rumbasteln, wie sich bestimmte Sachen in einem Gebäude verhalten. Wie zum Beispiel, es gibt einen Trick, die Granate in eine geschlossene Tür zu werfen. Das zu üben in-game ist dann doch ein bisschen schwierig und auf der Firing Range kann man das auf jeden Fall mal üben. Ladies and Gentlemen, ich bin auf eure Kritik für den Inhalt dieses Videos sehr, sehr gespannt und ich könnte mir vorstellen, dass es eine ordentliche Menge an Feuer in den Kommentaren geben wird.
positiv wie negativ. Es sind auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, auf die ich mich extrem freue. Dann ab Dienstag, ich streame in das neue Event rein. Wie gesagt, der morgige Stream am Samstag. Ich wollte eigentlich die Call of Duty Beta zocken, aber es ist eine Closed Beta, beziehungsweise eine Open Beta, aber für alle Vorbesteller. Ich habe mich vorbestellt, also wird es morgen Richtung 18 Uhr ungefähr nochmal ein Livestream von Apex Legends Rank Grind Richtung Dia geben. Schweini, Felix und ich, wir sind jetzt Platin 1 kurz vor Dia. Mal gucken, wie weit wir da noch zocken. Ich bin jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, auf eure Kommentare gespannt. Freue mich auf den Livestream und vor allen Dingen auf den Start des neuen Events am Dienstag, wo ich natürlich auch reinstreame. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.